Ja, dann, liebe Zuschauer, begrüße ich euch heute zum JFD-Devisenradar hier Ende Juni am 28.06. Mittwoch, wie immer am Nachmittag hier im Süden der Republik scheint die Sonne tadellos und die Sonne scheint hier und da auch an den Märkten mehr oder weniger, insbesondere wenn wir uns den Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen. Also richtige Marktaction, aber erstmal herzlich willkommen zum JFD-Devisenradar. Wie gesagt, Mittwochssendung, Chris Kammerer on Air und wir wollen heute natürlich den Markt kommentieren, nachdem es ja gestern, man kann schon buchstäblich sagen, Eruptionen gab. Bekanntermaßen standen und stehen auch heute ja 15:30 noch verschiedene Reden von Notenbankpräsidenten auf der Agenda und gestern hatte eben auch Draghi das Wort. Am Abend dann auch noch Yellen, also Draghi, EZB, Yellen, Fed, USA. Und ja, man darf hier durchaus interpretieren, dass die Aussagen von Draghi ganz klar in Richtung wiesen, dass hier ja, dass generell die Politik der niedrigen Zinsen dann doch wohl so vor der Zielgeraden stehen. Hier wurde zumindest, man sagt so, die Banken haben das hawkisch interpretiert, sozusagen auch hier ein Zins. Wende oder eine Einleitung zumindest getroffen. Anleihekaufprogramm steht hier zur Agenda und natürlich dann auch ein Zinszyklus. Erst das eine, dann das andere und hin und her. Letztlich, just vor wenigen Minuten kam dann aber auch eine Relation von der EZB. Man sieht es hier mit dieser Kerze. Das heißt, es wurde so ein Stück weit gemutmaßt, dass die Aussagen von Draghi gestern, die hier zu dieser starken Bewegung eben kurz nach 10 führten und dann ging es für den Euro signifikant den ganzen Tag nach oben. Janet Yellen gab dann hier am Abend auch nochmal ihr Bestes sozusagen. Letztlich wurde dann praktisch heute oder just eben vor wenigen Minuten ein Stück weit das Ganze relativiert und hier haben wir dann einen, das ist jetzt der Stundenchart, einen Minutencandle gehabt. Wir gehen mal hier in den Minutenchart von 80 Pips knapp. Ja, das sieht man nicht oft, aber das war eine Reaktion darauf, dass praktisch die Märkte die Aussagen Draghis im Sinne des, ich will nicht sagen jetzt Aufhebens, aber eben der politischen Ausrichtung, der finanzpolitischen Ausrichtung hier eben fehlinterpretiert haben und schwupp rauscht der Markt nach unten. Also es ist eben sehr zur Zeit, ich sprach erst unlängst im Stream von mir hier über mangelnde Volatilität, habe allerdings auch hier in Aussicht gestellt, das war ja das Big Picture, dass die Volatilität eh rückläufig ist, habe aber auch dann natürlich in Aussicht gestellt, dass das sicherlich kein Dauerzustand ist, aber das, was wir derzeit erleben, ist natürlich auch nicht ohne, wenn es mal eben hier eine 80-Pip-Kerze im Minutenchart gibt, ja. Das ist schon sehr ansehnlich gewesen, was hier gelaufen ist. Jetzt relativiert das der Markt so ein Stück weit, gehen wir nochmal in den Minutenchart. Schwupp, hier ist die Candle, dann gab es noch ein neues Tief und jetzt schraubt er sich so langsam hoch. De facto, liebe Leute, und das haben wir schon relativ lange gecovert, ist Euro-US-Dollar hier auf bullischen Fahrten. Ich zeige euch jetzt mal den Tageschart dazu. Hier mit der Eroberung von 1,1150, dieser Bodenbildung, dann auch hier war das Triggerlevel letztlich 1,1285, diese hohe rote Horizontallinie. Ja, und da sind wir gestern signifikant drüber gelaufen. Auch wenn wir heute Doji sehen, meines Erachtens nächste Kursziel 1,1430, 1,1450, diese Zone. Und ein jeder Zuschauer vom JFD-Devisenradar weiß, dass wir hier oben den massiven Horizontalwiderstand haben. Ich zeige es euch auch gerne nochmal im Langfristchart zum Euro-US-Dollar, dass wir da eben oben den Deckel drauf haben. Und wenn der fliegt, also wenn wir über 1,15 rausgehen per Wochenschlusspreis, dann haben wir einige 100 Pips auf der Oberseite zu erwarten. Das darf man durchaus annehmen. Und ja, die Ausrichtung, Schrägstrich, das Unterstreichen Draghi seiner Statements von gestern, könnte hier weiter beflügeln. Das darf man nicht verneinen. Der Euro auf jeden Fall hier in einem bullischen Flow und die Zielzone 1,1430, 1,1450 steht voraus. Und wenn er hier angekommen ist, möglicherweise leichte Konsolidierung, um dann wieder Schwung nach oben zu nehmen. Aber die Annahme, dass wir in diese Richtung laufen, war schon relativ frühzeitig getroffen. Wichtig war eben, dass wir nicht signifikant unter 1,11 absacken. 1,11, 10, 1,11. Und ja, mit Bravour wurde das gestern geleistet und mit dem neuen Mehrmonatshoch haben wir hier definitiv ein taktisches, faktisches Kaufsignal generiert, was weiteres Potenzial jetzt in Aussicht stellt. Das muss man ganz klar sagen. Ich denke, der Euro wird weiter aufwerten. Hier oben, wie gesagt, kleine Pause möglich, aber generell sieht das sehr, sehr bullisch aus. So, dann schauen wir mal, wie angekündigt, auf den ganz großen Chart nochmal. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr Interesse habt an bestimmten Einzelwerten, nur zu. Ich habe zwar meine Tagesagenda gefüllt, aber wenn natürlich hier ein Teilnehmer einen interessanten Chart hat, beziehungsweise eine Trading-Idee, die er uns mitteilen möchte, oder auch einen Chart, den er gecovert haben wollen würde, dann nur zu.
Dafür dient auch das Devisenradar, dass wir hier so ein Stück weit in Interaktion treten und uns auch natürlich mal Wunschcharts anschauen, beziehungsweise hier auch gemeinsam das eine oder andere Underlying mal unter die Lupe nehmen. Alright, da kommt jetzt hier erstmal der Chart rein, wie angekündigt vom Euro-US-Dollar in der Big-Picture-Situation. Da sehen wir auch, dass wir hier seit einigen Wochen vom Unterstützungsniveau 1.053 ausgehend hier schön nach oben laufen und jetzt ist eben genau hier diese Widerstandszone erreicht. Ja, also unweigerlich zu erkennen, wir rangen relativ lange schon beim Euro-US-Dollar. Ja, und hier diese Horizontalwiderstandslinie, das Zünglein an der Waage, wenn es hier rausgeht, dann haben wir sicherlich einen ganz klaren, signifikanten Ausbruch, der dann, wie gesagt, das lässt sich hier schön ableiten, die Marke von 1,1870 war das hier, dieser Horizontalbereich. Und bei der 1,1870 ist es bis zu 1,20 nicht mehr weit. Und rein technisch wäre sogar Luft bis hier 1,23, 1,25, also bis zur oberen Trendlinie dieses Abwärtstrendkanals seit der Finanzmarktkrise. Und dieser übergeordnete Abwärtstrend ist ja auch immer noch intakt. Ja, also man muss ganz klar sagen, selbst wenn der Euro jetzt hier nochmal 1000 Pips drauflegt und hier schön nach oben zieht, dann ist es de facto immer noch so, dass wir übergeordnet in einer Abwärtsbewegung stecken und sich dann hier sozusagen der Trend generell fortsetzen könnte. Aber es bleibt spannend und darum geht es ja im Primären, dass wir uns hier sozusagen immer wieder mal auch neuen Szenarien zuwenden. Der Touch der Parität rückt in weite Ferne. Ja, das war ja im Prinzip auch noch ein Wunschszenario meinerseits, dass wir die Parität hier angreifen. Aber da muss ich sagen, hat mir der Markt den Gefallen nicht getan. Das wäre hier schon eine sehr, sehr schöne Situation gewesen. Aber wie gesagt, Geld, fiskal, finanzpolitisch, muss man ganz klar sagen, haben die Notenbanker hier ihre Richtung ganz klar manifestiert in den letzten Wochen, Monaten. Und das führte beim Euro eben entsprechend auch hier zu dieser Aufwertungsphase, die eben jetzt auch erst der Beginn von dem nächsten Schub nach oben sein könnte. So, ein paar Wunschwerte sind auch schon reingekommen, wie ich gerade sehe. Schweizer Franken Yen, Kat Yen vom Bernd, Grüße an dieser Stelle, sonnige wohlbemerkt. Hier in Bayern ist es ja wieder fantastisch heute von der Wettersicht her betrachtet. Ja, Kiwi, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Aussie, Australien-Dollar, ja, den habe ich sowieso auf der Agenda. Alles klar. Dann wie gesagt, wem noch was einfällt, gern reinposten. Ich und auch Fragen natürlich. Ich rutsche mich da gern mal durch den Chat und dann werde ich auch den einen oder anderen Wert dann noch entdecken. Gut. Ich denke, zum Euro haben wir hier relativ viel schon gesagt. Ist wie gesagt aktuell hier sehr meinungsgesteuert, ja, und auch da sehr, sehr beweglich und sehr, sehr volatil, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber natürlich sich hier im Intraday-Trading dann manchmal durchaus schwer macht. Wichtig wird jetzt sein, um das abschließend noch beim Euro zusammenzufassen, dass wir hier nicht wieder unter 1,1285 zurückfallen. Das wäre ungünstig. Auch hier dieser Horizontalwiderstandsbereich bei 1,1260. Ganz wichtig, da sollten wir nicht mehr drunter fallen. Ich mache die Zone auch direkt grün. So. Und den Rest kann man so stehen lassen. Jetzt gehen wir mit den Pfeilen hier nochmal hin. Oder ich würde direkt den hochziehen. Den legen wir jetzt hier hin. Selbst wenn es Rücksetzer gibt bei 1,1285, sollte Schrägstrich muss Schluss sein, um den bullischen Bias weiter aufrechtzuerhalten. Hoppala. So sieht's aus. Also sehr schöne Situation. Fahrplan indirekt intakt. So. Das wäre Euro-US-Dollar gewesen. Schauen wir mal auf das liebe Gold. So, den hatten wir ja auch gestern, nee, halt gestern hatte ich keinen Devisenradar, vorgestern einen Devisenradar. Annahme waren weiter steigende Preise, die werden aktuell nicht enttäuscht, obwohl es auch hier wild hin und her ging. Um nicht zu sagen, da hat sich eben zu den News bei der EZB auch noch mal ein Stück nach oben gepusht, dann wieder nach unten. Generell hier Zielzone 1260 und oberhalb dessen, insbesondere 1262, zumindest eben hier deutlich abgesetzt über dieser Zone, rechne ich sogar mit einer Attacke in Richtung 1292, 93, Schrägstrich insbesondere eigentlich
über 1.300, also ein neues Mehrmonatshoch. Das wäre sehr, sehr schön. Hier haben wir im Prinzip einen schönen Boden ausgebildet. Das passt technisch ganz gut. Divergenzen haben wir hier nicht im Moment, das ist ja auch das Momentum. Müsste ich mal ein RSI reinholen, ob hier Divergenzen abzulesen sind. Und ich meine ja, lasst uns das mal kurz anschauen. Ja, hier haben wir leichte Divergenzen. Ja, das Tief hier vom 26. wurde sozusagen nicht bestätigt. Kann man aber im Prinzip mit einem Stück weit Erfahrung auch ableiten, dass sich hier sicherlich eine Divergenz abspielt, weil eben hier der Schlusspreis höher war als der Schlusspreis zum Beispiel vom 21.06. dieser Candle, die das bis dato vorläufige Tief hier auf Blick der letzten Wochen markierte. Gut, machen wir es nicht zu kompliziert. Grundsätzlich Goldpreis interessant. Ich denke auch hier der Bias weiter nach oben gerichtet und auch hier interessant, dass wir seasonal natürlich auch eine Unterstützung haben, insbesondere mit Beginn des Augusts. Das hatten wir, wie gesagt, im Video thematisiert. Da gab es auch verdammt viele Likes, wie ich gesehen habe. Danke an dieser Stelle. Sowas ist selten eher, dass wir da so viele Posts kriegen. Ich meine, ich habe sogar im Video erwähnt und das wurde auch schön gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, wunderbar, dann können wir da gerade genau anknüpfen. Fundamental Gold, ganz klar, es ist ein begrenztes Gut. Der Goldpreis hat im Prinzip seine Funktion als Versicherung gegenüber Finanzmarkteskalationen. Wirft ja keine Zinsen ab. Definitiv, wenn es weiter steigende Zinsen gibt, wird Gold de facto mittelfristig eher uninteressant, weil dann, wie gesagt, das Kapital auch dann wieder in die Bonds fliegt, in die fliegt, sag ich schon, fließt in die Anleihen, eben in die, in Anführungszeichen, garantierten Zinsen. Aber das, wie gesagt, ist noch viel zu früh zu orakeln, denn in der EZB sind wir noch nicht so weit und in den USA gibt es nun wirklich jetzt auch nicht die Megazinsen, sodass man sich hier mit Zinsen die goldene Nase verdient. Gold hat seinen Anspruch, Gold hat auch seine Relevanz als Werterhaltung und fundamental, wie gesagt, lässt sich da viel ausarbeiten im Sinne dessen, dass der Goldpreis schon seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel aktiv ist, immer seinen Wert hatte, die Unze sozusagen immer einen wirklich signifikanten Wert hatte, für den man in jedem Jahrhundert etwas bekommen hat. Das ist beim Papiergeld sicherlich nicht so, das weiß man beim Fiat Money Geld, wie es so schön heißt. Aus dem Nichts erschaffen und letztlich nur ein Zahlungsversprechen. Das ist natürlich so ein Stück weit das Problem der nicht hinterlegten oder untermauerten Währungen, eben die dann da nur ein Zahlungsversprechen sind. Inflation lässt hier grüßen, die Geldmengen steigen. Das sind alles Punkte, die den Goldpreis mittel- bis langfristig auch weiter nach oben treiben werden. Aber wollen wir nicht zu sehr abschwelgen, grundsätzlich technisch der Goldpreis hier mit dieser kleinen Bodenbildung im Bereich 1.243,50 jetzt auch auf dem Weg nach oben. Sollte sich eigentlich so fortsetzen können, in meinen Augen. Ja. Hier die rote Linie zeigt auch ganz klar, wo ich hier meine Meinung ändern würde mit einem Daily Close unter 1.243,65. Wenn der kommt, dann würde ich erwarten, dass der Markt hier weiter nach unten zurückkippt. Und das seht ihr hier an diesem grauen Tendenzfall. Insofern Gold eigentlich ganz klar. Kein Ton, doch Ton ist da. Moment, ich schreibe das mal. Ton ist da. Sehe, da sind wir nämlich an meinem Testausschlagsbalken. Also insofern kann ich das mal relativ gut kommentieren, covern, ob der Ton da ist oder nicht. Aber die Eingangsfrage sei natürlich erlaubt. Hört ihr mich, seht ihr mich, weil das musste letztlich ja immer abgeklopft werden. Gut. Auch im Intraday-Bereich ganz kurz. Gold hier schön. Hier dieses Seitwärtsgeplänkere gemacht. 1260 ist eine Triggermarke. Wenn wir dann eben auch darüber gehen, dann gibt es Chancen. Die Tendenzen dafür sind gut. Warten wir mal ab, ob der Goldpreis sich auch an diesen möglichen Fahrplan hält. So, dann gehen wir mal zum Aussie über, der sich auch hier heute stark zeigt, nachdem es unlängst ein bisschen kräftiger zurückging. Hatten wir auch hier in der Prognose schön. Deckt sich so ein bisschen mit der Meinung, dass auch der Euro zum Ansteigen, ich will nicht wenn ich sagen verdammt ist, aber die Tendenzen, dass der Euro eben ansteigen sollte, sind klar gegeben. Hängt auch mit dem Dollar zusammen, den wir uns gleich nochmal im US-Dollar-Index Future anschauen, der hier den Außenwert des US-Dollars darstellt gegenüber einem Korb aus Währungen von 6 Inhalten. Das ist, wie gesagt, ganz interessant zu sehen, da der Dollar-Index, wenn er denn hier weitere Schwäche zeigt, eben nicht nur den Euro beflügelt, also Euro-US-Dollar, sondern eben auch Währungspaare wie den Australdollar, US-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar oder auch zum Beispiel das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Alles Sachen, die hier letztlich davon Unterstützung finden dürften, wenn der Dollar schwächer wird. Auch im Übrigen der Goldpreis hier rein korrelationstechnisch in einem positiven Bias, sofern der Dollar sich schwach zeigt, hat der Goldpreis hier rein statistisch und auch fundamental aufgrund dessen, dass ja
der Goldpreis hauptsächlich in US-Dollar gehandelt wird oder in US-Dollar ja selbst auch eine Rohstoffwährung ist. Und wenn da ein schwacher Dollar sozusagen sich kennzeichnet, profitieren in der Regel die Rohstoffe davon und natürlich auch dann der Goldpreis. Gut, also hier als Rohstoff auch die Rohstoffwährung, Australdollar, US-Dollar insofern, hier mit dem fast schon beflügelten Aufstieg in Richtung des Markanten-Levels. Und da will ich mich gar nicht zu viel aufhalten. Ihr wisst es, ich bin Fan hier von der 0,7715, diesem Widerstandsbereich, der, wenn er denn nach oben weggesprengt wird, hier deutliches Potenzial verspricht. Deutliches Potenzial im Sinne dessen, dass es dann relativ, wohlbemerkt, relativ sicher weitere Performance zu erwarten gibt. Und diese Performance dürfte den Euro, den Australdollar dann hier in Richtung des Widerstands um 0,8060 tragen. Das wäre dann praktisch die erste Zone, die dann hier meines Erachtens angesteuert werden sollte. Ob sie es tut, ob sie angesteuert wird, das steht wie gesagt auf einem anderen Blatt, aber mit einem Ausbruch über 0,7715 ergeben sich meines Erachtens ganz klare Kaufchancen, die man dann auch nutzen kann, wenn man sie denn entsprechend spielen will. Genau. Und dazu sei auch noch kurz gesagt, da muss man immer wieder mal den Hinweis geben, im Sinne dessen, dass es natürlich hier alles rein informativ ist, liebe Leute, gebe ich euch hier nochmal den Disclaimer, ob jetzt habe ich den vom Devisenradar genommen, ist ja wurscht. Hier eben der Haftungsausschluss, liebe Leute, ihr wisst das, dass ihr immer auf eigene Rechnung handelt und selber Entscheidungen trefft und hier keine Handelsaufforderungen gegeben werden. Wenn ich dann eben sage, über 0,7715 ist der Aussie interessant, also der Australdollar gegenüber dem US-Dollar, dann ist das ganz klar technisch bezogen und die Ausübung einer Kauforder obliegt mir persönlich, euch persönlich, ob man es macht oder nicht. Sicherlich kann der ein oder andere dann an diesem Punkt sogar auch die Situation so einschätzen, dass wieder, wenn der Preis denn hier diese Widerstandszone um 0,7715 erreicht, hier erneut abgewiesen wird und dann eben hier nicht auf einen Ausbruch spekuliert, Schrägstrich sich einstoppen lässt, oder eben im Vorfeld prozyklisch sozusagen im Sinne der kurzfristigen Aufwärtsbewegung long positioniert, sondern eben hier vielleicht sogar den Short-Bias fahren will, den Short-Zug, was dann eben heißt, hier diese Zone dann erneut als Abweisung herzunehmen, was dann im Schluss oder im Umkehrschluss dazu führt, dass die Preise dann hier wieder nach unten kippen sollten. Ja, das sind vielerlei Möglichkeiten, das muss jeder für sich selbst entscheiden und das macht es ja auch spannend, denn der Witz ist, wir haben alle, wie wir hier sitzen, an den Rechnern durchaus eine Meinung zum Markt, aber eine Meinung dauerhaft zu haben, ist gefährlich. Man sollte sich natürlich hier lieber an den Signalen orientieren. Nichtsdestotrotz muss man irgendeine Meinung fällen. Wenn man da falsch liegt, ja, dann sollte man aber auch dazu stehen und hier entsprechend mit Stoppkursen, Stop-Loss-Leveln arbeiten, die einen dann hier sozusagen vor größeren Desastern schützen. Denn wir wissen nie, was morgen passieren wird und wir müssen uns aufgrund möglicher Fehleinschätzungen immer wieder absichern. Und das, liebe Leute, können wir eigentlich nur, indem wir unser Risiko kontrollieren und eben Stopp setzen. Ja, das kann auch mal wehtun, das kann auch mal eine Watsche geben, das kann auch einmal zurückwerfen. Das habe ich in meinem Leben schon mehrfach erlebt, ja, dass man eine relativ gute Performance relativ schnell auch wieder aufgibt, wenn man dann eben eine Stop-Loss-Reihe kassiert. Aber es ist besser so, als dass man sich dann zum Beispiel hingibt und sagt, ach komm, ich lasse den Stopp mal weg. Lassen wir mal laufen, das Ding. Ja, wird schon gut werden. Denn mit Verlaub, klassische Fehlentscheidung, um das Konto vor die Wand zu fahren. Ihr müsst eben hier auch immer wieder damit leben, dass man mal eine Fehlentscheidung trifft oder dass der Markt einen abholt. Das passiert eben einfach, okay? Und jetzt genug philosophiert in diese Richtung. Gehen wir zurück zum Markt. Australdollar, US-Dollar haben wir besprochen. Sehe ich bullisch. Das ist beim Kiwi letztlich jetzt nicht die groß andere Situation, der sich technisch ähnlich zeigt. Ja, auch die letzten Wochen hier sehr, sehr stark sogar zugelegt hat. Der notiert hier an einem ähnlich interessanten Widerstandslevel. Ja, das müsst ihr euch mal anschauen. Hier auf Wochenbasis haben wir die 0,7325 rund. Seht ihr hier seit Mitte 2016 haben wir hier diesen Widerstandsbereich aufgebaut, Sommer 2016. Da laufen wir jetzt fast auf Jahresbasis zu. Hier immer wieder eine Abweisung, genau hier dasselbe Prinzip. Ja, man kann jetzt darauf spekulieren, dass wenn der hier oben rausspuckt, dass man hier einen Long Bias fährt, der dann den Neuseeland-Dollar weiter beflügeln sollte. Vergesst nicht, insbesondere dessen, wenn der US-Dollar eben weiter sich schwach zeigt, dann profitiert zwangsläufig der Kiwi davon. Ja, allein schon aufgrund der Schwäche vom US-Dollar. Das ist eben der Witz hier bei Währungspaaren. Man hat immer zwei Konstellationen. Ja, also wenn sich jetzt beide konträr entwickeln, hat man im Prinzip eine sehr, sehr starke Bewegungsintensität. Bewegt sich ein Paar überhaupt nicht,
oder seitwärts und die andere Währung bewegt sich stark, dann hat man im Prinzip auch Momentum. Ja, oder beide korrelieren so eng miteinander, dass derzeit nicht viel geht. Dann laufen wir größtenteils seitwärts. Aber unterm Strich ist es, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Konstellation hier, da das BS oder den BS zu spielen, wenn der Dollar eine weitere Schwäche erfährt, hier dann auch auf einen Ausbruch zu spekulieren. Das kann sich allerdings natürlich auch noch hinziehen. Ja, der Kiwi kann jetzt hier im Worst Case nach unten wegfallen. Und dann hat der Widerstand sich abermals bestätigt und dann kann es auch wieder mal deutlicher zurückgehen. Ist aber gegenwärtig nicht meine Einschätzung. Ja? Also meine Einschätzung, er setzt dann im blauen Tendenz fallen, ist er weiter long. Er sollte hier der Kiwi weiter nach oben ziehen. So, das haben wir im Prinzip. Das sieht sehr, sehr bullisch aus. Und insofern hatten wir auch hier den Kiwi relativ schnell abgehandelt. Die Pfeile gehen hier nach oben. Jetzt schauen wir uns mal den US-Dollar-Index an. Den habe ich euch jetzt mal auf Wochenbasis mitgebracht. So. Und da sehen wir die prekäre Situation. Wir fallen hier zum einen aus dem Trendkanal heraus, ja, ein Abwärtstrendkanal, der ohnehin schon mal nicht so bullisch, ja, nicht so positiv unbedingt, wenn wir jetzt hier eine Abwärtstendenz skizzieren können, schon mal per se. Und dann geben wir jetzt aber hier die Marke von 79,15 etwa auf diese Unterstützungszone. Wenn wir hier jetzt zum Wochenschluss keine nachhaltige Umkehr sehen, und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Markt jetzt hier reversal großartig, haben wir allerdings auch hier schon in der Kalenderwoche Mitte des Monats gesehen. Ja, da ist der Dollar auch von den Tiefs wieder nach oben geschossen. Wenn wir aber die Kerze jetzt weiter nach unten aufbauen oder ausbauen sollten, ja, dann haben wir hier deutliches Potenzial auf der Südseite entfaltet und das spricht eben genau dafür, dass wir hier eine weitere Bewegung nach unten sehen beim Dollar, was dann im Umkehrschluss, wie schon jetzt die ganze Zeit gepredigt, alle Dollar-Pairs beflügeln sollte, mehr oder weniger beflügeln dürfte. Das an dieser Stelle dazu. Der Dollar-Index hier im Wochenchart, auch mit Bruch der Aufwärtstrendlinie, wie gesagt, Trendkanal, den verlassen wir jetzt nach unten. Also das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Der Witz ist nur, wenn es zu klar aussieht oder sich zu klar darstellt, dann darf man sich immer die Mädchenfrage stellen. Sorry, ich muss mich kurz mal die Mädchen- oder Gretchenfrage stellen, ob das dann nicht massenpsychologisch dann schon ausgelutscht ist, der Drop, ob die Einschätzung dann tatsächlich noch ihre Relevanz genießt. Und schauen wir uns auch mal den US-Dollar-Index hier im Tagesschart gerade an. Hatte ich unlängst mit einem kleinen Erholungsimpuls gerechnet, eben hier beim Niveau von 1,1285 roundabout, da noch ein bisschen rumtänzeln. Hat er nicht gemacht, gerade der gestrige Ausverkauf, der ist hier sehr, sehr schön zu sehen und wir gehen innerhalb dieses Trendkanals, den ich jetzt auf Wochenbasis nicht fortgeführt habe, aber hier im Tagesbasis, auf Tagesbasis sich hier noch schön zeichnen lässt, gehen wir jetzt hier sukzessive weiter nach unten und ja, wenn die aktuelle Handelswoche schwach bleibt, dann können wir auch relativ schnell hier in das Niveau 93 plus abrutschen und da gibt es auch gar nicht mehr viel zu orakeln. Ja, wenn wir jetzt eine Erholung sehen, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, wenn wir sie denn sehen, dann dürfte das wirklich nur ein temporärer Versuch sein, hier ein Stück weit das zerschlagene Porzellan wieder zusammenzukleben. Aber wenn einmal ein Sprung in der Geschichte ist, dann hat sich hier die Geschichte in der Regel erledigt. Das wird man nie wieder so flicken können, wie man sich's vorstellt. So. Und das ist beim US-Dollar-Index eine relativ brisante Situation. Die lässt sich auch, wie gesagt, nicht verschönern. Klarer Sell-Modus. Klarer Sell-Modus. Lasst uns nochmal, der ist jetzt, glaube ich, raus, der US-Dollar-Index. Den habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Lass mich mal kurz schauen. Ich wollte mal gerade die Saisonalität vom US-Dollar-Index-Future mir anzeigen lassen. Aber ich meine, der ist jetzt hier rausgeflogen. Den hatte ich immer hier drin. Ich muss mich direkt dann nochmal mit dem Entwickler kurz schließen. Das gefällt mir natürlich nicht. Das fand ich immer sehr, sehr amüsant und schön, dass der US-Dollar-Index hier auch seine Relevanz genoss im Sinne der Saisonalität. Aber hier nochmal zum Goldpreis. So ein Stück weit sinnbildlich dafür, dass auch der Dollar dann hier entsprechend umkehren dürfte. Ja, also Goldpreis stark, habe ich ja vorhin schon angesagt, dürfte für einen schwachen Dollar sprechen. Und das sehen wir mal hier in der Saisonalität zum Dollar. Goldpreis in Dollar wurde gemerkt. So, gut, was haben wir noch? Ein paar Währungspaare. Gehen wir noch durch. Bernd Katjen hast du in meinem Stream gepostet. Schaue ich mir gleich mal an. Schwarzer Franken, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt. Mache ich da gleich mal klar. Fahrplan Banklizenz. Du meinst wahrscheinlich die BaFin-Lizenz.
Banklizenz ja nun doch noch eine andere Hausnummer. Wir haben eine Broker-Lizenz, eine Vermögensverwalter-Lizenz, betreiben Prime Brokerage und sind hier natürlich bestrebt, auch weiter nach vorne zu gehen. Doch eine Banklizenz, glaube ich, war nicht das, was kommuniziert wurde. Die BaFin-Lizenz, die wurde immer wieder thematisiert und abgestorben ist hier gar nichts. Letztlich haben wir aber hier erstmal den Fokus auf weitere Projekte, die gerade auch zur WOT sehr, sehr interessant werden. Liebe Leute, lasst euch da mal überraschen, was wir hier im November wieder präsentieren. Und da seid ihr auch recht herzlich eingeladen. Wir sind nämlich wieder, ich will jetzt ganz schön zu früh Werbung machen, aber natürlich auf der WOT wieder vertreten, diesmal mit einem eigenen großen Stand, wieder mit viel, viel Input, mit viel, viel Inhalten. Und das wird sicherlich wieder eine sehr, sehr tolle Sache. Wer aus Frankfurt kommt, der aus der Gegend letztlich, der wird sowieso dazustoßen, aber ansonsten lohnt mit Sicherheit auch der Besuch. Wird, wie gesagt, sicherlich wieder eine ganz tolle Geschichte und wir haben ja da auch schon jetzt die Programmvorbereitung und, sodass ihr euch da auf jeden Fall freuen dürft, was wir denn da so präsentieren. Gut, speichern wir den Dollarindex ab und lasst mich mal kurz in den Stream reingehen. Heute schon wieder einiges an Kommentaren hier gelaufen. Jetzt gucke ich mal, was der Bernd hier zum Schweizer Franken hatte. Muss ich zugeben, da hat mir heute ein bisschen... Ah, ne, Katjen war das. Ah, ja. Muss mir das direkt dann nochmal... Ganz interessant, wie gesagt. Auch hier Guidance natürlich dient zum Austausch, ja, zum Chart-Sharing. Ist ja wie so eine Art Facebook und Skype für Börsianer, ja. Also ihr könnt euch hier immer sehr schön austauschen. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Schaue ich mir aber jetzt mal hier das per Katjen an. Zu der Frage mit realen Aktien. Das will ich, wie gesagt, insofern jetzt da nicht verzögert darstellen, aber wir launchen ja auch oder haben die Planung, den MetaTrader 5 zu launchen und im Zuge dessen dann auf sich der darauf folgenden Wochen / Monate, je nachdem, was wir für Underlines dann fahren, ist auch der Aktienhandel nach wie vor ein Thema. Und auch in dem Launch im Sinne unseres Multi-Asset-Ansatzes, liebe Leute, haben wir mittlerweile 8 verschiedene Asset-Klassen und die 9. wären die realen Aktien. Und das, lieber Kunde, ich sehe leider deinen Namen nicht, aber lieber Fragesteller vielmehr, ist weiterhin ganz klar der Fokus und da sind wir auch bestrebt, dieses weiter fortzuführen. Die Gespräche mit Clearon und etc. entsprechenden Börsen sind hier schon auf Hochtouren. Letztlich bauen wir da auch wieder eine eigene Serverstruktur auf. Ja, das muss natürlich auch so laufen, dass wir da genau wie jetzt auch mit unserem eigenen Brokerage, mit unserem eigenen Hardware-System da an den Start gehen. Also reale Server, alles echt, nichts geborgt, gepumpt oder irgendwie White-Label-mäßig. Nein, das wie gesagt macht JFD schon von Anfang an gern selbst und da ist es auch so, dass wir das hier mit den Aktien entsprechend launchen und das bedarf aber vieler, vieler Vorbereitungen, eigener Serverstrukturen und wie gesagt, das wird uns davon nicht abhalten, da auch hier das Wort zu halten. Aber manchmal braucht es mehr, aber was ewig wert wird, gut, heißt es ja nicht ohne Grund und insofern gehen wir jetzt mal auf den Katjen, bevor wir uns dann auch gerne nochmal den Bitcoin anschauen. Gut, schwuppidiwupp, ich sehe gerade, hier hatte ich noch ein altes Seasonal Pattern Short skizziert. Nehmen wir mal das raus. Ihr seht, das hat sich ohnehin nicht erfüllt. Im Sinne der Anlagetaktik aufgrund saisoneller oder saisonaler Parameter. Insofern ein Griff ins Klo. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin mit dem Stop-Loss. Das kann vorkommen und gehört eben zu den Märkten dazu, dass man hier auch mal falsch liegt. Der Witz ist interessant zu sehen. Wir haben auch jetzt heute eine generelle Schwäche gehabt. Gestern auch in den USA. Das begünstigt natürlich einen starken Yen. Ja, und wie wir aber hier sehen, Moment, jetzt müssen wir da zurückgehen. Ne, da Swings. Begünstigen starken Yen. Das kam gestern aber nicht dazu. Wir sehen hier eher einen schwachen Yen und sehen hier sämtliche Pairs, die in Yen gehandelt werden, mit einem schönen Auftrieb, wie beispielsweise hier den Cut-Yen. Wenn ich mir Bernd seine Prognose anschaue, hier nochmal Rücksätze, der kam nicht. Aufgrund der letzten starken Bewegung ist natürlich ein Rücksetzer durchaus denkbar. Ich meine, wir hatten hier diese Horizontalzone schön ausgebrochen. Hier nochmal wirklich ein klassischer Pullback und jetzt richtig angezogen. Man kann hier rein von der Struktur her mal davon ausgehen, dass, Moment, dann machen wir mal hier den Bullstep, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt,
Ja, dass der jetzt hier erstmal rigoros nach oben zieht und hier schauen wir mal, ob wir ein Widerstandslevel finden. Na, ist noch ein Stück weit weg. Aber auf jeden Fall hier jetzt Downstoppable hier richtig weiter nach oben ziehen will und in Richtung 87 rein projektionstechnisch ansteigen dürfte. Ja, also hier auf den Rücksetzer zu hoffen, wenn er denn kommt, dann könnte er recht tief ausfallen, dann könnte es einen Doppelboden geben. Dann müssten wir hier Richtung 83,50 nochmal gehen, aber es wirkt eben sehr, sehr bullisch aktuell. Schauen wir beim Cut, wenn wir gerade von einem starken Cut sprechen, auch gleich mal dann das Öl uns an. Nur, da haben wir so Rohstoffe. Auch mal hier nochmal parallel den US-Dollar gegenüber dem Cut, der jetzt auch nicht so dynamisch unlängst daherkam. Heute schon wieder mega schwach unterwegs. Guckt euch das an. Die Einschätzung hatten wir allerdings, dass der Cut schwach bleiben wird, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Kurz zu Öl da auch dazu, damit wir diese Korrelation wiederherstellen. Ölpreis ja zuletzt stark. Ja, und ihr wisst das. Das ist mit der norwegischen Krone im Kontext zu bringen, das ist mit dem kanadischen Dollar im Kontext zu bringen. Ein steigender Ölpreis begünstigt die Rohstoffwährung. Ja? Warum? Weil dann mit diesem praktisch die ja, Rohstoffwährung, Schrägstrich die Länder, deren Währung wir ja hier praktisch analysieren, profitieren. Ja? Starker Haushalt, positive Bilanz etc. etc. begünstigt natürlich eine starke Währung. So zumindest das fundamentale Grundverständnis. Und wenn der Ölpreis steigt, dann profitieren hier insbesondere Länder, die mit dem Ölpreis im Kontext stehen. Das ist der kanadische Dollar und ist die norwegische Krone. Obgleich natürlich auch die USA hier als Ölförderer natürlich jetzt zuletzt nicht gekleckert hat, nicht wahr? Ich glaube, es war letztes Jahr, oder ist es sogar schon 2 Jahre her, wo die USA das erste Mal dann das Öl exportierten und hier einen dicken Tanker aufreißen schickten. Vorher waren sie ja dann immer mehr der Importeur. Aber Fracking und Co. und die ganzen anderen Geschichten haben hier natürlich uns jetzt im Überfluss des Öls sozusagen kommen lassen. Und man staune und höre, in den 70er, 80er Jahren hat man ja prophezeit, dass in den 2000ern es kein Öl mehr geben würde. Weit gefehlt. Jetzt aktuell haben wir eben so viel Öl, dass hier praktisch die Preiskorrektur eben auch ihre Begründung fand, beim WTI zum Beispiel. Schlussendlich jetzt aber hier der Erholungsbutton sozusagen gedrückt wurde. Und wir sehen hier, das war auch im Prinzip die Annahme, wobei das war schon ein mieser Fakeout hier unten. Also mit Verlaub, da muss man wirklich sagen, mieser Fakeout. Was macht denn der Euro schon wieder? Da knallt er hier mal gerade wieder nach oben. Lasst uns das mal kurz live anschauen, liebe Leute. Hier gibt es schon wieder wilde Aktionen beim Euro. Moment, 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 Moment. Da kommen wir überhaupt nicht hinterher. Schon wieder eine starke Minutenkerze hier. Na, wir machen es mal separat auf. Sollen wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer anschauen. Meine Güte, müssen wir gleich mal den Newsflow checken. Checken. Ich denke, das hängt mit den Reden zusammen, die hier unlängst da gecovert wurden. Das britische Pfund explodiert gerade. Meine Fresse. Verzeiht, auch Gold ist nach oben weggeschossen. Jetzt muss ich erstmal den Markt kurz mal covern. Das ist ja mega, was hier abläuft. Also, britische Pfund hier nach oben explodiert, wie gerade schon angekündigt. Es hängt jetzt mit dem Interview zusammen. Portugal wieder treffen, ganz genau. Das ist das, was ja auch gestern Draghi sozusagen initiierte. Und ich war vorhin Gold im Long und bin ausgestoppt. Das ist wirklich so schrecklich. Aber, liebe Leute, was will man machen? Dann kann man nur zuschauen. Wichtig nochmal hier immer wieder absichern. So, Bloomberg-Meldung von der EZB. EZB kreisen, dass Draghi das mit dem versteckt angedeuteten Zinswende nicht so gemeint hat. Das war ja auch das Statement von vorhin. Die Märkte befürchten jetzt, dass wir im sekundenschnellen Einbruch der Devisenmärkte vor einer Stunde gesehen haben, die gestrige Erholung wieder Makulatur war. Also es wird jetzt hier einen Schlagabtausch geben. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Die Märkte werden hier sicherlich jetzt nicht weniger volatil sein, gerade jetzt aufgrund des Treffen der Meldung in Portugal. Also das wird, wie gesagt, hier hochturbulent weitergehen, bin ich der Meinung. Da muss man sich drauf einstellen, liebe Leute. Euro, wie gesagt, auch schön nach oben gegangen jetzt wieder. Moment, bleiben wir das mal hier in der Minutenkerze schön zu sehen. Ich habe hier immer meine Trading Station neben mir offen. Deswegen sehe ich da mal recht schnell, wenn es da hier starke Währungsaction gibt. Und insbesondere das britische Pfund ist richtig nach oben geknallt. Gehen wir mal in den Minutenstart. Schauen wir uns das gleich beim britischen Pfund an. Also das, wie gesagt, hochvolatil heute hier. Hochvolatil. Also das ist wirklich erstmal schön nach unten ausverkauft. Jetzt sehen wir wieder den Move nach oben, den Spin. Also da ist wirklich für keinerlei Langeweile gesorgt derzeit. Also da sind die Märkte wirklich sehr, sehr affin gerade.
Und man muss sich jetzt hier darauf einstellen, und das war ja zuletzt auch die Ansage, dass wir meinten, oder ich meinte, Volatilität ist schon erbärmlich am Zurückgehen. Es wird mal wieder Zeit, dass nach der Kontraktion eine Separation stattfindet. Und das sehen wir hier in feinster Form. Also das ist eine Volatilität. Euro-US-Dollar gestern über 150 Pips gelaufen. Dass da richtig was geht. Draghi hat es doch so gemeint. Ja, wie gesagt, deswegen vielleicht nach oben gelaufen. Also es wird jetzt einen Schlagabtausch geben. Ich muss sagen, auf die Reden, da gab es ja eine Zeit lang nicht viel, aber derzeit wird da eben wirklich auch viel Wert drauf gelegt oder zwischen den Zeilen gelesen, interpretiert. Und so Zinswenden sind natürlich dann generelle Situationen dessen, dass der Markt natürlich hier auch fundamental sich orientiert, ja. Und wir sind ja schon seit, ja, ich meine, die USA hat seit 2014 da den Bias geändert im Sinne dessen Beendigung Quantitativ-Easing-Programm, also Aktienanleihekaufprogramme stoppen. Das ist die EZB und Japan natürlich noch weit, weit weg von. Aber nichtsdestotrotz hat sich hier der Markt als solches natürlich da schon ein Stück weit drauf eingestellt. Aber wenn es jetzt hier Änderungen bei der EZB gibt in diesem Kontext, ja, oder auch Bank of England, oder lasst nochmal Japan dazu kommen, wird es sehr spannend. Aber de facto muss man sich klar werden, wenn die Zinsen zu stark steigen, auch über das langfristige Mittel hinaus, dann gibt es sicherlich große Probleme auf der Schuldnerseite, denn steigende Zinszahlungen sind ja dann mit Zinsanhebungen die Folge, neben dem, dass die Kredite generell dann auch teurer sind, ja, das ist ja dann sozusagen die Spirale und unterm Strich aber dann natürlich auch die Situation, die ist, dass sicherlich einige, die Kreditzahlungen dann allein schon nicht mehr stemmen könnten und die USA ist eine Kreditwirtschaft und nicht nur die USA, eben aufgrund der niedrigen Leitzinspolitik hat sich ja weltweit da auch hier und da eine Blase aufgebaut. Von den Kryptowährungen will ich ja gar nicht mehr in dem Moment gar nicht reden, die sich ja hier auch schon im Milliardenbereich wiederfinden von der Kapitalisierung her. Unglaublich. Aber de facto natürlich sind das jetzt hier Situationen, die die Märkte sozusagen befeuern im Sinne dessen, dass es hier eine Richtungsänderung auch im europäischen Raum geben kann. Das dürfte den Euro eben letztlich weiter beflügeln. So, was lese ich hier? Ich habe eben fast 10 Minuten bei JFD nach Cad/Yen gesucht. Das ist aber ein Ding. Wieso hast du das denn gemacht? Um diesen zu traden? Fragezeichen. Cad/Yen, ich zeige dir mal kurz, wie du den findest bei uns. Bei JFD Brokers gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber du musst natürlich das Symbol aktivieren. Ja, kann ich dir mal kurz eine kleine kurze Einweisung geben, weil das höre ich oder vielmehr lese ich natürlich ungern, wenn hier Symbole nicht gefunden werden. Allerdings muss man eben hier die Symbole auch erstmal aktivieren. Je nachdem, alle sind aktiviert. Oho, okay, dann weißt du praktisch über die Marktübersicht mit Symbol, wie man das offensichtlich macht. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Ich lade mal hier auf diesem Redaktions- und Analyse Arbeitsstation gerade mal meinen MetaTrader hoch, um dir das zu zeigen. Und dann können wir uns das gerne mal angucken. Wie gesagt, grundsätzlich hier der Cad/Yen auszusuchen und auch findbar, meines Erachtens. Würde mich jetzt wirklich wundern. Ich habe ja hier in der Liste schon drin. Ich zeige dir dann auch gleich und zeige dir auch gleich, wie ich den gefunden habe bzw. aktiviert habe. Liebe Leute, dauert keine 2 Sekunden. Haben wir gleich fertig, wenn der MetaTrader hochgeladen ist. Und ansonsten schlage ich mich jetzt hier nochmal durch die Fragerunde, was da noch so ist. Aber wie gesagt, hochaktives, hochvolatiles Hin- und Hergeschnippe, ein wahres Fest. Mal sehen, dass der MetaTrader mal hier einlädt. Dann habe ich ja wieder die Währungsstärke drin. Da brauche ich aber ein bisschen, um das alles zu berechnen. Ist gleich so weit, wie ich mal annehme. So, wir haben wieder jemanden aus Russland. Ja, die Denkfabrik. Grüße an dieser Stelle. Danke für den Tipp. Schon am Verabschieden, will ich meinen. So interpretiere ich zumindest gerade die Meldung. Schade, doch der Schuh drückt wahrscheinlich in Sachen Zeit. Aber gern wieder. Und da bin ich natürlich der Letzte, der hier nicht bereit steht, da in Zukunft auch wieder weiteren Input zu liefern über die Märkte. Ist ja und bleibt ja auch hochspannend. So, jetzt hat er endlich eingeladen. Meine Güte, das war ja wieder eine Geburt. Sekunde, jetzt muss ich den MetaTrader mal rüberschieben. Okay, hier haben wir ihn. Also Marktübersicht, okay. Das ist hier das praktisch mit der Symbolleiste. Man kann alle aktivieren, wenn man praktisch hier drauf geht. Ja, also auf das Symbol hier oben auf die graue Zone, rechter Mausklick und dann kommt hier praktisch. Jetzt habe ich die Währung. Moment. Wir wollen nicht die Währung, wir wollen die Symbolleiste.
Murphy's Law, jetzt habe ich die Währung aktiviert. So, 15:30, Draghi spricht wieder, exakt. Deswegen auch die wilde Marktaction. So, mit STRG und M können Sie hier, wie gesagt, die Marktübersicht ein- und ausschalten, aber auch hier mit der Ansicht, mit dem Ansichtsbutton, ja, hier STRG M, holt ihr euch das, wie gesagt, raus und dann kann man hier oben. Okay, was macht er denn jetzt hier? Sekunde, ist oder der Vorführeffekt. Super. So, ich will jetzt hier ein Symbol auswählen und zwar die Geschichte, dass ihr euch hier entweder alle anzeigen lassen könnt, doch da gebt bitte Obacht, denn wenn ihr euch alle anzeigen lasst, dann habt ihr im Prinzip hier 500 plus Underlines drin und das kann dazu führen, kann, wohl bemerkt, dass wenn ihr dann noch verschiedene Chart-Settings, wie ich jetzt hier habe, praktisch hier so eine Indikatoren-View, hier noch ein bisschen Spielereien drin, hier unten beispielsweise Währungsstärke, wenn ihr da solche Sachen sozusagen nutzt, ja, dass ihr dann hier eine Verlangsamung habt im Sachen dessen, dass der natürlich alle Daten verarbeiten will. Will man einzelne Symbole auswählen, könnt ihr dann Ctrl und U drücken und dann kommt sozusagen dieses Fenster, liebe Leute. Und hier seht ihr auch, dass wir unseren Bitcoin als eigenes Symbol jetzt hier drin haben und hier oben FX. Und dann, mein lieber Fragesteller, ich sehe den Namen leider nicht, musst du nichts anderes tun, als hier Cadien anzuklicken und dann anzeigen, dann erscheint er eben hier oder eben verbergen, dann erscheint er nicht. Ihr seht hier das mit dem goldenen oder mit dem aktivierten Symbol, das sind alle die, die ihr hier seht, das sind meine Top 28 Währungspaare, ja, um praktisch den Globus abzudecken. Das ist ja die Intention dahinter, dass ich hier praktisch mit diesen Währungs-View, mit dieser Währungsbeschau die globale Welt letztlich erfasse und da habe ich mir hier meine Spezialisten rausgesucht und da gibt es natürlich auch den Australdollar, Singapur-Dollar und was es alles noch so gibt, ja, euro-dänische Krone und. Keine Frage, ob man die handeln muss, sei eben dahingestellt, gerade im Intraday-Bereich natürlich aufgrund dessen, dass das Exotic-Pairs sind, mit Vorsicht genießen, weil Exotic, Schrägstrich geringere Liquidität, Schrägstrich größere Spreads. Hier muss man erstmal den Spread verdienen, den wir ja aus dem Interbankenpool reinspulen und reinspielen. Ihr seht hier unsere Core Spreads. Und das sind eben die Preise, die aus dem Interbankenbereich kommen und die wir euch so durchrouten, so weitergeben, wie das eben auch sein soll. Und wenn man da eben exotischere Währungen nimmt, dann haben die Banken, die uns die Preise liefern, sozusagen auch dann natürlich den Hintergrund, dass sie hier mit breiteren und größeren Spreads arbeiten. Also hier immer Vorsicht vor zu viel Exotik. Diese 28 Währungen, die decken meines Erachtens erstmal das große Universum richtig gut ab. Also dann nochmal, ich hoffe, das ist angekommen, lieber Fragesteller, wie du den Cadien finden kannst an dieser Stelle. Gut, dann machen wir den MetaTrader mal wieder auf den anderen Bildschirm und gehen mal wieder to the market. Draghi spricht, aber außer das britische Pfund, das hier massiv zulegt, deswegen gehen wir da auch gleich mal hin. Das sehen wir auch jetzt hier gerade in der Heatmap, hat sich hier richtig schön nach oben geschossen. Auch das Cable geht wieder hier nach oben durch. Wow. Also das ist natürlich auch eine Geschichte, gehen wir jetzt mal rein. Hier hatten wir auch wieder einen Seasonal Pattern. Das hat sich miese Nummer. Ja, hier bis zum 18.06. war eh nur eine kurzfristige Aktion. Das waren nur, glaube ich, 6 oder 8 Handelstage, also nicht überschätzen. Hat sich hier im Prinzip so dargestellt, das könnte man hier einen schönen Move nach oben mitnehmen. Ja, kurzfristig muss man sagen, unter seasonalen Gesichtspunkten hier mit dem Close hätte man einen kleinen Gewinn machen können. Dann gab es aber hier nochmal ein neues Verlaufstief und jetzt schießen wir eben seit gestern stark nach oben. Das britische Pfund kennt gerade kein Halten mehr. Das knallt hier wirklich nach oben gegenüber eben allen Währungen. Ach, der Kollege hat es gefunden. Brille Fehlmann. Ja, dann ist ja gut. Hauptsache gefunden. Alles klar, kann man ja auch bei der Masse der Währungspaaren schnell mal übersehen. Wichtig ist ja, dass du es jetzt hast und dir dann insofern mal anschauen kannst. Aber hier, britisch Pfund, US-Dollar, machen wir hier mal den Firlefanz raus. Der Preisbereich hat sich ja praktisch erledigt. Den Pfad zeichnen wir neu. Preisbereich raus. Pfad zeichnen wir neu. So. Die horizontale Tageslinie machen wir weg. So, und haben wir auch wieder unser britisches Pfund. Was beim Euro-US-Dollar eine signifikante Zone ist, eben hier die 1,1450 auf der Oberseite oder auch die 1,1285 oder lass es die 1,1150 im kleineren Timeframe sein, ist hier beim britischen Pfund die 1,29 rund gewesen. Ja, dann nehmt es das wieder nicht zu genau. Plus, minus 10, 20 Pips. Auf jeden Fall seht ihr, dass ja hier die Tiefs aus 2016 hier ganz klare Unterstützung gebildet mit diesem Ausverkauf hier im Oktober. Wusch. Unterstützung aufgegeben und dann siehe da, nach Monaten der Rückkehr, hier diese Bodenbildung knapp über 1,20,
Ja, mit diesem schönen Aufwärtslauf hat sich das britische Pfund hier in eben dieser Zone sehr, sehr schwer getan. Und das ist eine Zone, ja, die ist von Interesse für die Marktteilnehmer. Und nachdem wir eben hier gescheitert sind, ein Stück weit einen Top gebildet haben, und ich muss zugeben, ich war auch generell bullisch für das britische Pfund gestimmt. Ja, ich meine, ich hatte hier wirklich die Intention, dass das sich über 1,29 erstmal ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, hier über der Marke von 1,1150, dass wir uns da eben hier halten. Und dann aber gab es hier den ersten Rückschlag am 26.05., dann nochmal ein leichter Erholungsversuch und dann gab es hier den Tiefschlag am 8.06. Wusch. Und dann ging es eben richtig deutlich runter. Der Touch dieser Unterstützung, das ist ein bisschen schade, 1,2550 hat nicht erfolgt. Ihr seht es auch hier wieder. Schaut im Chart auf Horizontallinienbereiche. Ja? Wo haben sich Preise gematcht? Wo haben sie sich getroffen? Wo gab es immer wieder Ballungszonen? Und dann kann man im Prinzip horizontal immer sehr schöne Support- und Resistance-Levels abzeichnen. Wäre schön, wenn die immer touchiert würden, ja, aber nein, das britische Pfund hat ja mit dem Tief vom 21. Juni eigentlich seine Korrekturbewegung vollzogen und seither ging es eben springend nach oben und das eben auch sehr, sehr dynamisch. Und wenn wir uns jetzt wieder über die, jetzt gibt das britische Pfund ein bisschen die Intraday-Gewinne ab, aber ganz ruhig, ja, nach dem letzten Hochschuss darf das britische Pfund auch mal ein Stück weit nochmal schnaufen. Wenn wir aber hier über 1,29 verbleiben, sehe ich persönlich die Situation sehr, sehr bullisch. Also wirklich sehr, sehr bullisch. Und das dürfte eben eigentlich auch dafür sprechen, dass es hier weiter nach oben geht. So, jetzt muss ich noch mal kurz was anpassen. So. Dann haben wir es gleich. So. Und das könnte dazu führen, wenn wir uns hier stabilisieren, ergo denkt an meine Eingangsworte, wenn das dem Dollar weiter zur Schieflage drängen sollte, den Dollarindex, den Dollar generell, dann dürfen natürlich auch alle in Dollar gehandelten Währungen davon profitieren. Dazu zählt auch das britische Pfund, welches uns jetzt hier technisch gesehen eine Steilvorlage liefert im Sinne dessen, dass es hier ja, die Konsolidierungsphase, die wir hier seit Mai gesehen haben, beenden will. Und die Chancen dafür, dass natürlich dann bei einem schwachen Dollar auch das britische Pfund wieder anzieht, sind gut. Und das sieht im Prinzip jetzt auch hier danach aus, als würde das britische Pfund weiter nach oben rausziehen wollen. Bullische Situation. Schauen wir uns das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen an. Hier mal eine Speicherung. So. So, da hatten wir, ja, schöner Verlauf dahingehend, muss man auch die Hose runterlassen, dass das hier im Prinzip mit dem Fehlausbruch ganz gut gecovert wurde. Aber im Umkehrschluss dann dieser Mega-Aufwärtsimpuls, das hängt eben auch mit der Schwäche des Yens zusammen, dass hier alle in Yen gehandelten Währungen jetzt zuletzt ja so einen Auftrieb erfuhren. Und jetzt sieht das hier sehr, sehr anmutend aus. Ja, also das britische Pfund gegenüber dem Yen konnten wir zuletzt recht gut einfangen, bis eben jetzt auf die Situation, dass die letzten Tage hier ganz klar nach oben schossen. Jetzt machen wir hier auch mal wieder eine Bereinigung des Charts. Ja, muss immer wieder mal sein. Diese Zone machen wir mal grün. Jetzt attackieren wir gerade eine Widerstandszone. Ihr seht das ja unschwer. Grüne Zone speichern. Ihr seht das ja unschwer, dass wir jetzt hier diesen Seitwärtsbereich attackieren, diesen Horizontalbereich. Und grundsätzlich aber vom Bias her immer noch Potenzial haben, in Richtung 148 zu laufen. Also es gibt hier viel Luft nach oben, viel, viel Luft. Und mit den letzten Tagen muss sich das noch nicht beendet haben. Insbesondere, ihr wisst das, die in Yen gehandelten Paare, der Yen selber sehr trendlastig. Das heißt, wenn sich das Kapital mal hier auf eine Richtung eingeschworen hat, dann kann das da auch Wochen, Schrägstrich Monate in so eine Richtung gehen. Und jetzt deutet sich durchaus eine Stärke an bei den Währungen, die in Yen gehandelt würden. Ergo eine Schwäche beim Yen. Und das würde jetzt auch nicht unbedingt dafür sprechen, liebe Leute, rein fundamental gesehen, dass die Aktienmärkte in einen großen Crash übergehen. Der Juli übrigens generell ein guter statistischer Börsenmonat. August, September, da knallt es und rappelt es dann mal ein Stück weit. Also insofern ganz gute Voraussetzung. Schauen wir uns mal die Saisonalität vom britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen an. Das habe ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht gemacht. Oh, das bläst natürlich in eine andere Richtung, ja. Unschön. Es hängt aber auch mit dem Korrekturverhalten im Prinzip seit oder August ist relativ klar, dass wir da eine Schwäche zu erwarten haben, dass das jetzt im Juli so durchschlägt, habe ich jetzt nicht unbedingt auf der Agenda gehabt.
wäre schön, wenn wir hier auch saisonalen Rückenwind gehabt hätten, aber das britische Pfund im Sinne der Brexit, Turbulenzen ohnehin mit einem gewissen Eigenleben, aber de facto britisch Pfund Yen, technisch gesehen, starke Ausgangslage. Ja, auch eben vor dem Hintergrund, dass wir da jetzt eben beflügelt werden durch die Meeting-Statements-Treffens in Portugal. Gut, schauen wir uns aber auch mal hier den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen. Den habe ich ein bisschen außen vor gelassen zuletzt immer. Mal auch ein Stück weit uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Hatte ja auch, das ist schon länger her, sogar noch tiefere Preise erwartet. Da ging es hier seitwärts zäh hin und her. Technisch aber gerade in einer sehr schönen Situation. Hier an einem Widerstandscluster. Wenn wir da jetzt rübergehen, liebe Leute. Rote Zone draus. So, als Widerstand. Wenn wir da jetzt rübergehen, dann erwarte ich auch hier weiteren Auftrieb. Also es wirkt bullisch. Die Yen-Pairs wirken bullisch. Wir schauen uns auch gleich nochmal US-Dollar-Yen an. Aber das sieht nicht schlecht aus. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Chance-Risiko-Verhältnis ist natürlich jetzt ein Stück weit aufgrund der jüngsten Stärke schwierig zu bemessen. Wollte man hier einsteigen, stellt sich natürlich die Gretchenfrage, wo setze ich hier meinen Stopp, um vernünftig im Markt agieren zu können. Rein vernunftsweise müsste der Stopp hier am Tief vom 22.06. 5 bis 10 Pips tiefer stehen. Man kann aber auch die starke Kerze hier vom 26.06. nehmen. Da sollte er auf keinen Fall runterlaufen, wenn wir jetzt hier ausbrechen nach oben. Da können wir auch hier die Preisbereiche nochmal nehmen. Vom gegenwärtigen Niveau spricht man hier dann praktisch von einem Stopp 126 Pips, etwa 1,5% rund. Und auf der Oberseite hätte man hier kurzfristig Potenzial in Richtung 175 Pips, 2%. Ist jetzt kein optimales CRV, aber kann man erwägen, auch vor dem Hintergrund, wenn die Price Action in diese Richtung zieht, in die erwartete Richtung natürlich den Stopp dann auch sukzessive nachziehen, ja, um dann sozusagen das Risiko immer mehr zu vermindern. Und sollte man irgendwann dann in die komfortable Situation kommen, beispielsweise nur noch so ein Risikoverhältnis haben oder den Stopp sogar auf Break-Even ziehen zu können, also auf Einstand, dann, liebe Leute, ganz klar, hat man hier ein schönes Setup, um hier nach oben dran teilzunehmen und auch hier unter Gesichtspunkten der Chance-Risikoprämisse gut zu agieren. Und dann eben das auch immer weiter anzupassen, zu verbessern, wenn der Trade für einen läuft. British Pfund Cut sehe ich gerade, geht durch die Decke. Wo haben wir den hier? Jetzt blind, British Pfund Cut. Ja, schönes Intraday-Reversal. Wow. Ja, auch einer signifikanten Zone. Schönes Level. Ja. Also hier eine Art Hammerkerze am Tief. Ist jetzt natürlich nicht de facto eine klassische Hammerkerze. Auch am Tief wäre schön gewesen, wenn die von unten jetzt hier gekommen wäre, mit einem neuen Mehrmonatstief. Schrägstrich Mehrwochentief, das ist nicht der Fall. Die kommt jetzt hier so aus dieser Seitwärtskonsolidierung raus. Aber schöne konstruktive Kerze, ja. Da sieht man, dass Kapital gedreht wurde. Ja, dass die Tagestief komplett gekauft wurden und wir jetzt hier auf Tageshochniveau notieren. Wenn wir so aus dem Handel gehen, dann klingelt, Schrägstrich klopft natürlich hier der Hammer. Und das ist eine sehr bullische Kerze, korrekt eingeschätzt. Starker Move und interessant auch hier, wir gehen mal auch ins Cleaning des Charts, dass wir hier eine schöne Widerstandszone gerade haben, die wir wohl durchbrechen aktuell. Ja, das sieht schon gut aus. Also das ähnliche Situation, kurzfristig dann Potenzial bis hier. Da sich das Währungspaar hier nicht halten konnte über der 1,75 und das wäre dann auch die nächste Etage. Das entspricht so ein bisschen der Marke von 1,29 beim British Pfund US-Dollar. Da sind wir weit, weit weg, gar keine Frage. Aber das mal so festzuhalten, hier hat sich schönes Potenzial entwickelt oder kann sich viel mehr entwickeln, wenn der Markt es gut meint und wir tatsächlich jetzt hier ein vorläufiges Tief gesehen haben. Britischer Pfund, ja. British Pfund Cut, sehr, sehr spannend. Gehen wir auf den US-Dollar an. Da ist natürlich auch die Situation ein Stück weit spannend. Ah, den Cut habe ich ein bisschen vernachlässigt. Also hier Zone 1,30, 1,3050, durchaus eine Buying Zone. Ja? Also wenn wir hier noch ein bisschen abtropfen, sitze hier diese Horizontalzone. Auch hier gerade sehr schön zu sehen, hier im Januar des laufenden Jahres bis in den Februar eine schöne Bodenbildung gemacht. Ob die sich hier wiederholt, weiß ich nicht, aber das ist ein Nachfragebereich hier oberhalb von 1,30. 1,3064, eh ein langes Hoch. Gehen wir kurz mal in den Big Picture Chart. 1,3064.
Also hier im Wochenchart, da 1,3064 kommt hier von dem Hoch aus 2009, ja. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Level und da hat sich auch hier um 1,30, 1,3060 immer wieder Price Action abgespielt und laufen jetzt gerade drauf zu. Sieht insofern ganz interessant aus. Also British Pfund Cut, ach Quatsch, US-Dollar Cut, Loonie, nicht uninteressant. Ich wollte aber den US-Dollar Yen, den ich jetzt auf die Fahne nehme. Der hat natürlich ein bisschen zu tun mit der Dollarschwäche. Das ist, ich sprach ja eingangs auch von den zwei Währungen, ja, die immer in einem Währungspaar stecken und entweder gehen sie korrektiv gegeneinander, gleichläufig oder je nachdem, was das Währungspaar als Preisverhältnis eben darstellt. Das muss eben begünstigt werden durch eine schwache, starke Währung oder eben durch einen Vorteil auf der einen oder anderen Seite. Und ihr seht es auch hier, die Bewegungsimpulse auch konstruktiv. Auch hier warte ich beim US-Dollar durchaus kurzfristig Stärke, allerdings nicht so stark wie beim britischen Pfund oder auch dem Australdollar, da der US-Dollar eben meines Erachtens ein Stück weit Schieflage hat und er verlieren sollte. Aber im Kontext US-Dollar-Yen, glaube ich, oder deutet sich zumindest an, dass der Yen sich hier schwächer zeigen wird. Der Yen also unterliegt und insofern müsste das Währungspaar US-Dollar-Yen, auch in Währungskreisen einfach als Yen bezeichnet, hier weiter nach oben anziehen und ob das dann natürlich reicht, um weitere Hochs zu machen, ja, sei mal dahingestellt, aber auch hier Erholungspotenzial gegeben. Abwärtstrend dennoch intakt. Übergeordnet, wie gesagt, muss hier noch einiges entschärft werden, um den Bias wirklich auf stark bullisch zu drehen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Insbesondere das, wenn der Dollar hier weiter einbricht, hat der US-Dollar ist auch nicht unbedingt einfach. Gut, dann schauen wir mal. Ah, wir haben schon gleich 16 Uhr wieder, liebe Leute. Meine Güte, die Zeit verrennt geschwind, geschwind. Schauen wir uns noch das Euro sei schon, den Euro gegenüber dem britischen Pfund an, der sich hier nämlich auch gerade aufmachte, einen schönen Ausbruch zu vollziehen. Klären wir auch hier nochmal den Chart. Fahrt weg, Preisbereich weg. Meine Güte, habe ich ein bisschen viel noch drin gelassen, zuletzt. Wenn man das danach das Speichern nicht vergisst, ist dramatisch. Wenn man das Speichern vergisst, weil dann muss man es alles nochmal machen. Grundsätzlich hier, schöner Widerstandsbereich. Schwupp, Horizontalzone 88,50 plus minus 0. Hier ganz klarer Abweisungsbereich. Das haben wir schon gesehen im Januar. Interessantes Level, denn hier Mitte Juni gab es eine Abweisung und mit dem heutigen Abrutschen genau in diesem Niveau erneut. Sieht kritisch aus, kurzfristig. Pullback hier in diesem Bereich. Jetzt kann man auch nochmal vom letzten Korrekturimpuls ausgehend Fibos auflegen. So, jetzt ist immer die Frage, wo legen wir jetzt die Fibos an? An das Tief hier oder an das Tief? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich würde mal meinen, wir gehen erstmal von dem heutigen Hochpunkt aus und nehmen diese letzte Bewegungsstrecke. Ja. So, kann man ein bisschen anpassen. Geht jetzt hier, wie gesagt, nicht um den Pip auf Tagesbasis, aber hier interessante Zone. Also schön wäre es, Pfund, wie gesagt, bullisch, kann weiter aufdrehen. Euro, wenn er sich jetzt hier nicht wirklich geradeaus entscheidet, können wir hier auch noch ein Stück weit zurücksetzen, aber das erscheint mir hier eine Buying Zone zu sein und dann kann auch der Euro sicherlich bald wieder hier profitieren. Hängt aber natürlich auch gerade beim Euro-Britisch-Pfund natürlich hier wieder von der Konstellation der Stärke des Pfunds ab. Das wird natürlich hier auch maßgeblich entscheidend sein. So, hey, dann haben wir es jetzt 1600, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das heutige JFT-Devisenradar. Ich wünsche euch bei der augenblicklichen Volatilität viel Spaß, Freude beim Handeln. Wie gesagt, ist ja lange her, dass wir da solche Bewegungen gesehen haben. Man muss natürlich mit den News klarkommen. Es ist immer wieder ein Stück weit zäh, auf Volatilität zu warten. Wenn sie dann kommt, muss man gewappnet sein und vorbereitet sein. Wie gesagt, das könnten spannende Tage noch werden. Jetzt haben wir erstmal die Reden zu verdauen. Wie es jetzt im weiteren Wochenverlauf ausgeht, das werden wir besprechen. Ich morgen im JFT-Devisenradar und am Freitag sowieso. Ich wünsche euch jetzt erstmal an dieser Stelle einen schönen Tagesausklang. Genießt die Sonne hier im süddeutschen Raum. Soll es das dann bald gewesen sein mit den warmen Tagen? Insofern genießt noch den heutigen Abend, den Sonnenschein, überhaupt die Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiederhören bei einem der nächsten Sendungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freut es mich. Und wenn nicht, sind wir immer wieder für Verbesserungen offen. Also, in diesem Zusammenhang, good trades, viel Erfolg bei allem, was ihr angeht und auf bald, euer Chris Kämmerer. Ciao dabei!